Tally-ho und willkommen! Hallo! Nach unserem letzten Player Sky Unboxing haben wir mal kurz etwas Entspannungspause für unsere Daumen gebraucht, da Tiefer leider etwas feste Handgelenke hatte, die wir nicht einfach so gewechselt bekamen. Ja, uns haben, glaube ich, 3 Tage lang die Daumen wehgetan. Also, wir haben lang von ihr. Und entsprechend heute holen wir dann Eris noch. Auch wieder aus dem Remake. So. Und jetzt habe ich natürlich etwas Probleme, die obere Hälfte zu zeigen. Und jetzt spielt der Fokus sogar ausnahmsweise mal so mit, dass ihr das halbwegs gescheit lesen könntet. Ja. Player Sky kam jetzt auch, ich meine, im Dezember 21 Yep. final raus. Sie wurde ein paar Mal verschoben, das wegen Arif, dadurch, dass Arif und Tifa zusammengestellt wurden, haben wir das Tifa-Unboxing erst so spät machen können, weil sie dann auch erst zusammen verschickt wurden, weil es ansonsten nochmal separat gekostet hätte. Und ich sehe, dass beim Transport die Box beschädigt wurde gerade. Hat milde Beschädigung Ja. hier. Aber da wir zum Glück nicht die Hardcore-Sammler sind, die sie verpackt lassen, sonst würden wir ja Nein. keine Unboxings machen. Ja, es wäre irgendwie ein bisschen zwecklos. Solange mit der Figur dann wenigstens alles stimmt, kann man hier den Karton auch zumindest als C-Ware noch immer deklarieren. Man könnte es überleben. So, die Anleitung holen wir raus. Ah, die klemmt ganz leicht fest. Und im Inneren vom Karton seht ihr auch hier die Magnete an der Seite. Ganz da unten ist nämlich noch einer. Und ich gehe fast von aus, wenn ich jetzt öffnen würde. Nee, Na? die kleben fest. Die sind fester als bei Tifa. Okay, hier ist die Anleitung. Was ich schon mal sehr begrüße bei Aerith ist, dass sie keinen Ersatzhaarteil hat. Das bedeutet, man muss sich gar keine Gedanken darüber machen, ob man den Kopf abtrennt oder nicht. Das Einzige sind die Gesichter, die man austauschen kann. Und da geht es ja eher wie bei einer Figma, dass man den Kopf im Endeffekt intakt lässt. Ich meine auf dem Hals. Ja. Da haben wir sie auch nochmal im ganzen Plastik. Plastik ist in dem Sinne dreigeteilt. Wie immer. Hier unten ist der Stand. Oh, hatten wir bei Tifa vergessen zu erwähnen. Früher bei den PlayArt Sky waren die Plastikstands in den Karton drin. Also in der Rückwand vom Karton waren die Plastikoberfläche draufgespeist im Endeffekt. Das heißt, wenn man den Stand ausgepackt hatte, ist zeitgleich auch der Karton immer beschädigt worden. Was gerade für Sammler, auch wenn wir behalten ja auch unsere ganzen Packungen und Boxen, ist halt immer ein wenig sehr ärgerlich, um es mal so zu sagen. So, hier haben wir dann auch Eris. Ich glaube, der größte Unterschied zu den bisherigen Playarts, die Eris hat, ist halt eben im Final Fantasy Remake Design die Halskette, die etwas abgeändert wurde. Bro, verdammt. Also dieses Plastik ist nicht so leicht abzukriegen, wie beispielsweise von einem Nendoroid oder einer Figma. Es ist auch viel Störrischer. störrischer und auch dicker. Es ist nicht, dass man einfach hier dran ziehen könnte, bis sich das Loch so weit geweitet hat. Ich glaube tatsächlich ist es hier am besten, wenn wir sagen, wir nehmen den Kopf mal ab. Also vorne ist das Gesicht, oder musst du es? Gucken wir mal. Also das Gesicht müsste ja genau hier trennen. Das Schlimme ist, wir haben es in einem letzten Video erwähnt, wir haben schon zwei Playarts, bei denen wir Kopfbeschädigungen haben. Und deshalb sind wir da etwas paranoid geworden. Gut, man muss dazu sagen, nur an einer sind wir für verantwortlich gewesen. Die zweite haben wir beschädigt gekauft. Aber wir haben im Endeffekt weniger für die beschädigte Playart bezahlt, als für einen Fake dieser Art. Jetzt bin ich erleichtert. So viel zum Thema, wir müssen den Kopf nicht abmachen.
Fokus. So, jetzt seht ihr, wie es neu gemacht ist. Hier gibt es entsprechend keinen Übergang mehr. Das ist auch gerade bei Charakteren mit, sagen wir mal, Ausschnitt und Halsketten etwas schöner. Yep. Und jetzt mal kurz. Ja. Was halt jetzt mir schon unschön aufgefallen ist, da sieht man ganz klein, das zwei kleine dunkle Punkte. Fokus. Hier sieht man zwei Punkte. Hier unten auch. Dadurch, dass halt Aerith etwas Helles trägt, fällt das natürlich dann direkt auf. Das ist wohl bei der Produktion schon passiert. Fast übersehen. Rock, seht ihr, ist ein Zweiteiler. Das heißt, man kann wenigstens auch etwas posieren, wenn man jetzt sagt, man will eine dynamischere Pose, bei der sie die Beine etwas weiter auseinanderstellen kann. Klar, alles hat trotzdem seine Grenzen, weil ab diesem Punkt sieht es einfach dumm aus. Ich muss sagen, ich finde den Gürtel eigentlich echt schön, wie der gemacht wurde. Gelenke sind ähnlich wie bei Tifa. Jetzt hier dieses Doppeljoint, beziehungsweise, naja gut, das ist nicht ganz ein Joint. Ich will gerade wieder den Kopf aufsetzen. Also erstmal, was ich ganz cool finde, ist, dass man die Haare hier, hier ist auch ein Gelenk. Das heißt, wir können die Haare positionieren im Endeffekt, wie wir möchten. Sogar unter den, der Fokus spielt nicht so drin. Sogar hier unter den Armen sind noch immer die Details halbwegs gut sichtbar. Auch jetzt so von der Jacke finde ich, ist das Coloring eigentlich sehr gut gelungen. Sieht mal wirklich nach Leder aus. Man muss dazu sagen, auf der Kamera sieht es irgendwie orangener aus, als es eigentlich ist. Wenn ich das jetzt mal gerade so vergleiche. Also die Jacke ist ein dunkles Rot eigentlich, Richtung Rotwein eigentlich schon fast. Und es wirkt genau wie die Haut. Sie wirkt hier gelblicher, warum auch immer, scheinbar wegen Licht. Das ist wirklich ein schöner Hautton. Das ist eine schöne Hautfarbe, die sie hat. Nicht so wie bei älteren Playards keinen, denen die Haut wirklich einen Gelbstich hat. Wollen wir den Kopf wieder drauf machen? Vorsichtig sollte man natürlich hier gerade bei den zwei Zacken sein, sagte er, bevor er etwas vernichtete. Und ich glaube, die beste Möglichkeit ist wirklich immer dieses sanfte Reindrehen, bis es einrastet. So. Wie man es hoffentlich auch gerade gehört hat. So, das war ja das Standardgesicht, das wir drauf hatten. Wir machen jetzt mal einfach, bevor wir irgendein Gesicht draufsetzen, so ganz grob, dass wir es mal anhalten, dass ihr von den Gesichtern ein besseres Bild euch machen könnt. So. Gerade hier mit oben den zwei Stiften ist es etwas schwieriger. So, da habt ihr das geschlossene Gesicht. Und die geschlossenen Augen. Das will nicht mehr so schnell ab. Und dann nennen wir das hier mal einfach ein entschlossenes Gesicht. So. Na komm, Fokus. Was ja auch in Final Fantasy VII Remake ein kleines Malheur war, war der Backlash auf das leicht geänderte Gesicht von Aerith. Die Konturen wurden ein bisschen verändert im 3D-Model, dass es ein bisschen schmaler wirkt. Und viele haben sich darüber beschwert, dass sie jetzt nicht mehr so süß aussehe, wie sie ursprünglich ausgesehen hat, gerade im Crisis Core oder sowas. Shan. Ich werde jetzt wahrscheinlich viel Schande über mich bringen, indem ich es zugebe, aber ich bin tatsächlich nicht so der Aerith-Fan, sondern eher der Tifa-Fan. Aber das Remake hat mich jetzt zumindest mal dazu gebracht, dass ich jetzt nicht mich vehement dagegen gewehrt habe, dass wir uns jetzt die Playarts von Aerith holen. Ich habe da auch meinen Teil dann dazu gegeben vom Bezahlen her. Ja. Es ist besser geworden. Gerade die japanische Synchronsprecherin ist halt auch sehr, sehr gut. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in irgendeinem Video für Final Fantasy VII.
Mit der Synchronisierung in allen Sprachen außer Japanisch bin ich als Mensch, der halt eben so ziemlich jedes Stück Final Fantasy VII Media konsumiert hat, seit es rausgekommen ist, nicht ganz glücklich gewesen, da ich beispielsweise Stimmen aus dem Arrowverse einfach auch schon da nicht gut fand. So, egal wie jetzt hier, was schön ist, hier ist die Blume, die man gerade aus dem, das war der Prolog sogar, gell? Ja, erstes Ja. Chapter. Naja gut, erstes Chapter jetzt eigentlich nicht. Das ist ja direkt nach dem Aus. Gut, mal Ja. kurz an der Stelle noch milde Spoiler für ein mittlerweile fast 25 Jahre altes Game. Ja, auf jeden Fall hier die Blume, die betenden Hände, was ja auch ganz wichtig sein kann. Hier die beiden Hände sind dafür da, den Stab zu halten. Und zwei Fäuste. Weiterhin haben wir noch, Natürlich dann gerade mal der Stab. den man in der Mitte auseinandernehmen kann, damit er Also die Hand hier. genommen werden kann. Fokus. Schön ist hier die Materie, dass man auch wirklich an Ja. sowas gedacht hat. Ebenfalls hier. Obwohl er aus Plastik ist, sieht er halt wirklich recht metallisch aus, muss ich sagen. Ja, bei sowas dünnem kommt der Fokus selten mit. Deswegen rolle ich den jetzt mal so sanft meiner Handfläche runter. Also für ein Plastikstück sieht der Stab schon wirklich sehr gut aus. Nur hier klemmt er gerade etwas. Bis dahin geht es leicht, klemmt hier und mit einem kleinen Ruck ist es dann auch draußen. Den Stift sieht man, ja, so ein bisschen sieht man ihn. Man kann es auch nur in diesem Winkel wieder einführen. Aber durch die zwei Materie ist das eigentlich auch So, gut dann haben einzuhalten. wir hier noch den Blumenkorb. Und ich denke, wir werden jetzt mal Aerith ein wenig positionieren. Wobei wir noch einmal kurz euch zeigen, woran es wahrscheinlich gehangen hat. Weil wir haben natürlich vor ihr in die rechte Hand, wie sie es ja auch im Game hat, den Stab zu geben. Und hier habt ihr das Gelenk. Gängig wäre jetzt natürlich, dass man versucht, die Hand abzudrehen. Und was dann wahrscheinlich auch gleich. Oh nein, oh nein. Eris ist um einiges kooperativer da gerade als Tifa. Weil das Gelenk hat das Gegenteilige gemacht. Der Stift wurde sichtbar hier am Handgelenk selbst. Der Stift hat sich vom Arm getrennt und nicht von der Hand. Sobald ihr das habt, vorsichtig, weil ihr könntet hier entsprechend den Bronzereif verlieren. Gelenk selbst. Kurz nochmal hier. Fokus. Könnt ihr sanft, dass es allerdings knackst, bewegen. Deswegen könnt ihr da auch einfach bei der Hand im Vorfeld entscheiden. Es ist euch wichtig, dass ihr die Hand eventuell so strecken kann oder doch lieber so. Und gerade für die Haltung von einem Stab finde ich es besser, wenn die Hand so einen Winkel von vornherein hat. Klar, ihr könnt es im Nachhinein noch immer drehen, aber meistens ist es leichter, wenn man es schon in diesem Schritt macht. Und jetzt gehen wir dann wohl ins Positionieren über. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Also das Positionieren bei ihr ging jetzt auch. Was natürlich schwierig ist, das seht ihr auch. Nochmal im Karton, beziehungsweise auf der Rückseite. Den drehe ich mal kurz. Keine der Posen auf dem Karton hat die Arme, also die Oberarme, wirklich angewinkelt. Die Jacke blockiert da etwas zu stark. Ja, also Arme hoch geht halt leider nicht. Aber ansonsten, das ist halt das Schöne mit dem Doppelgelenk, gerade an der Ellenbogen, kann man die Unterarme trotzdem relativ ho weit hoch machen. Also wir könnten jetzt hier auch noch ein bisschen weiter versuchen, die Arme hochzumachen. Aber wir dachten eigentlich, dass diese Pose ganz, ganz hübsch ist, gerade als würde sie einen Spell casten. Weil man muss auch sagen, die Posen von Eris sind durchs Remake auch nur aufgewertet worden. Vorher sah das Ganze etwas comichaft aus im Ja. Ursprungs-Siebener-Spiel. Ja gut, das war ja eh das Polygon.
Die meisten Bewegungen jetzt von Tifa und Cloud, finde ich, haben sich nicht maßgeblich geändert. Aber Aeris ist kompletter Kampfstil, wurde halt eben besser dadurch, dass sie jetzt auch zu einem Fernkämpfer wurde. Ja, was mein Problem ist. Ich mag Tifa sehr. Ich bin auch nicht schlecht im Kampf mit Tifa. Aber wenn ich behaupten würde, ich hätte ein Main, wäre es tatsächlich Aerith, weil ich bin eher, was das angeht, der Fernkämpfer. Und Tifa, muss man sagen, hat auch allein jetzt mit dem Staggern, das sie aus Final Fantasy XIII importiert haben, eine anspruchsvollere Variante bekommen, wirklich sie zu meistern. Da man, wenn man Tifa richtig kann und ausrüstet, man gefühlt jeden Opponent staggern kann innerhalb von Sekunden und es dann auch so schnell auf Maxwert hauen kann. Wir müssen vielleicht dazu noch sagen, wir haben das Remake auf der PS4, wir haben das Remake auf der PS5 und wir haben bei beiden die Platin-Trophäe. Wir beide haben bei beiden die Platin-Trophäe. Gut, war für die PS5 in dem Sinne gar nicht mal so schwer, dadurch, dass das einfach übernommen wurde von vom PS4-Stand. Aber ja, wir haben es dann auch auf extrem schwer durchgespielt und tatsächlich der Kampf mit Aerith und Barret, den habe ich bei uns beiden gemacht, gell? Zwei Fernkämpfer, mit denen ich beiden nicht zurechtkomme. Cloud und Tifa sind die Charaktere, mit denen ich im Remake extrem gut zurechtkam. Weil Cloud, muss man sagen, ist sehr einsteigerfreundlich. Tifa ist anspruchsvoll mit dem Staggern. Aber das Staggern, dadurch, dass ich trotzdem viel zu viel Zeit in Final Fantasy XIII investiert habe, finde ich, erschließt sich ziemlich schnell, was man machen will. So, und bevor wir jetzt noch die ganze Zeit Aerith weiterdrehen und reden, haben wir noch was anderes. Nämlich natürlich wisst ihr, dass wir jetzt eine Tifa zum Vergleich haben. Die zwei Figuren nebeneinander machen auch etwas Sinn, da sie jetzt ungefähr aus dem gleichen Produktionszeitraum kommen, nämlich 2021, wogegen wir gleich noch aus 2020, nämlich genau zum Release von Final Fantasy VII Remake, den Cloud zeigen werden, was sich da verändert hat. Vor allem, was halt schön ist, dass wirklich auf die Größenverhältnisse geachtet wurden. Tifa ist fast einen halben Kopf größer als Aerith. Das ist eigentlich schon schön, dass man das auch an den Figuren nebeneinander sieht. Dafür ist Aeris einfach älter. So. Also gesichtstechnisch, der Paintjob bei beiden ist sehr gelungen. Sieht auch besser aus als jetzt die vorigen Figuren. Aeris hatten wir Advent Children oder Crisis Core keine Playarts geholt in der Größe. Ja. Da haben wir nur von den alten Playarts, die dann ungefähr so hoch sind, eine Aeris gehabt. Weil das Schlimme ist, ist nicht so, dass wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, vom Crisis Core die Aerith zu holen. Das Problem war halt tatsächlich eher auf den ganzen Fotos, die wir gesehen haben von dieser Figur. Sie hat uns einfach nicht gefallen. Also, ich bin eh nicht der größte Aerith-Fan, wie gesagt. Aber die Haut, die war gelb. Also auf den ganzen Bildern kam sie sehr, sehr gelb rüber und das hat halt auch echt nicht schön ausgesehen. Und wenn man über 100 €, jetzt mal wirklich so ausgedrückt, über 100 € für eine Figur ausgibt, die man nicht mal wirklich so schön findet, nur damit man sagen kann, man hat die Sammlung komplett, finde ich, ist das jetzt auch nicht unbedingt wert, vor allem weil wir auch gehofft haben, zu der Zeit war es Remake schon angekündigt, dass dann halt natürlich die ganzen Figuren nochmal ein Reprint bekommen oder ein Redesign. Und jetzt nehmen wir auch die ganzen Sachen mal runter, weil die nächste Figur passt hier nicht auf unsere kleine Drehscheibe. Dann hierfür bedienen wir ausnahmsweise die Kamera mal freihand. Deswegen, wenn es jetzt ein bisschen shaky wird, verzeiht. Hier haben wir nämlich Cloud auf der HD Daytona aus der Collector's Edition aus dem Square Store zum Release des 7er Remakes. Und wir gucken mal jetzt, dass man die Gesichter etwas besser sieht im Vergleich. Fokus. Fokus. So, jetzt sieht man halbwegs gut tiefes Gesicht. Ich finde, der Paintjob hat schon jetzt innerhalb dieses nur einen Jahres einen guten Unterschied. Cloud hat ja auch anschließend nochmal eine weitere Player Sky bekommen, in der die Hartklinge dabei hat, statt das Buster Sword. Ja, und er hat jetzt noch eine Playerz-Kai angekündigt bekommen, in der er es eine Variante gibt mit Jesse und dem Motorrad nochmal. Ja, ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass wir Cloud jetzt aus demselben Spiel, also aus dem Remake-Spiel haben, dass wir ihn dann halt, das war der Grund, warum wir ihn nicht bestellt hatten,
nicht nochmal. Vor allem, wir sind halt auch Leute, wir sagen, wir holen die Figuren nur, wenn wir die Charaktere auch mögen oder wenn wir es für in dem Sinne notwendig erachten für uns. Und Jessie gehört da tatsächlich jetzt auch nicht so dazu, dass wir sie so unbedingt brauchen. Vor allem, weil wir unseren Kalender uns mal angeguckt haben und wir doch, wie viel? 3, 5, 7? 7 Playarts Kai noch im Laufe des nächsten Jahres, wie der aktuelle, nee, 9 Playarts Kai, wie der aktuelle Zeitplan ist, schon vorbestellt haben. Und das halt, da wir ja nicht gesponsert sind, trotzdem relativ ins Geld geht. Was ich jetzt auch gerade noch einmal kurz zeigen wollte, bei Cloud, finde ich, sieht man die Übergänge. Jetzt in der kompletten Haltung, bei Armen und Oberarmen, einfach zum Brustkorb, am Torso, das sieht man alles noch etwas stärker, als man es jetzt wirklich mit den Kleiderstücken von Ares tiefer kaschieren konnte. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Fortschritt. Weil ganz ehrlich, tiefer kann man super positionieren, ohne dass man überhaupt sehen würde, dass er unbedingt eine bewegliche Figur ist. Das Einzige, woran man es erkennt, sind tatsächlich die Knie. Und wenn man sie hinknien würde, würde man das nicht mal merken. Ich denke, wenn man es richtig in der Vitrine ausstellen kann, könnte man tiefer auch so darstellen, als wenn es eine Static-Figur wäre. Ja. Aber das sind jetzt unsere 3 Remake-Figuren. Ares, Cloud und Tifa. Barrett, muss ich sagen, das Redesign finde ich nicht so gut. Ich finde auch das Advent Children Design für den Preis, den es kostet, nicht so gut. Und Barrett, auch wenn er gut Persönlichkeit hatte, schon von Anfang an, das Geld war es uns nicht wert. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Angebote gesehen, aber ja. Also es kommt jetzt, wenn es gut läuft, im Laufe des Jahres noch Root, Reno und Sephiroth raus. Yuffie und Sonnen. Rufus, Shinra und Red 13. Und Aerith und Tifa im Dress. Wir hoffen natürlich, dass es auch im Cloud und Dress noch geben wird. Das heißt, dass wir diese 3 Figuren nochmal mit einem updated Counterpart vergleichen können. Wir waren da auch lange am Hadern, ob wir es machen, aber wir würden uns ärgern, wenn eine Dress-Version von Cloud rauskommt und wir die anderen beiden nicht vorbestellt hätten, deswegen, weil wir wollen doch schon eine Szene auf jeden Fall nachstellen. Bei Tifa ist es schade, dass es... Tifa hat ja 3 Dresses, die alle relativ unterschiedlich wirken und das leicht asiatisch angehauchte Dress ist da wahrscheinlich auch für die meisten das Schönste gewesen. Zumindest mal für uns. Aerith hat tatsächlich das schönste Kleid bekommen. Da gab es ja auch verschiedene Varianten. Wobei bei Ares wurde ja auch eigentlich in den Zwischensequenzen damit gespielt, dass eines davon die Niete ist, das andere okay und das andere ein Feuerwerk voller Freude ist. Ja, so kann man es auch sagen. Okay, jetzt haben wir schon zu viel darüber geredet, was an Playarts noch kommen wird. Wir sind jetzt am Ende vom Jahr 2021 angekommen. Also das war jetzt so ein kleiner Teaser auf 2022, falls die Sachen auch rechtzeitig kommen und es keine Delays geben wird. Sagt uns gern, was solltet ihr von gerade diesen 3 Playarts nebeneinander? Vermisst ihr eine? Denkt ihr, die Playarts-Reihe muss mittlerweile gar nicht mehr so sein? Die Bringarts waren um einiges schöner und fürs Budget etwas besser? Lasst uns jedenfalls und einfach wissen. Noch ganz kurz, das Motorrad leuchtet, wenn man das möchte. Wir haben bloß keine Batterien drin, weil es nichts bringt. Ja, so wie es momentan ausgestellt ist, nicht. Genau. Weil hier vorne wäre eine Lampe und ich glaube, hinten ist wie beim Fenrir-Bike ebenfalls. Genau. Nur so. Ja. Irgendwann wird wahrscheinlich auch noch ein Video kommen mit unseren generellen Playarts-Kai, die wir besitzen, weil wir nur einen Bruchteil davon gezeigt haben eigentlich. Aber das ist alles ein Thema für einen anderen Tag. Genau. Habt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und habt nette Leute um euch. Tschüss.